Fünf Sterne triumphiert, Berlusconi verpasst Durchmarsch. Italien hat gewählt, und Silvio Berlusconis Bündnis ist obenauf. Das große Comeback für den skandalumwitterten Cavaliere bleibt jedoch offenbar aus. Zwar lag das Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Regierungschefs in den ersten Prognosen vorne, was nun Hochrechnungen bestätigen. Doch Berlusconis eigene Partei Forza Italia wurde innerhalb der Allianz von der rechtspopulistischen Lega überholt. Europakritische und rechte Parteien sind die großen Gewinner, die Fünf-Sterne-Partei und die Lega konnten ordentlich zulegen, sie werden aber voraussichtlich nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen. Die regierenden Sozialdemokraten der Partito Democratico, PD, mussten hingegen eine schwere Schlappe einstecken. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die ohne Bündnispartner ins Rennen gegangen war, ist größter Einzelsieger. Sie liegt einer Hochrechnung der Tageszeitung La Repubblica vom Montagmorgen zufolge bei 31,7%. Mitte-Rechts, Berlusconis Bündnis, kommt demnach auf 32%. Davon entfallen 18,1 Punkte auf die Lega und nur 13,9 Punkte auf Forza Italia, der Rest auf zwei kleine Rechtsparteien. Die sozialdemokratische Regierungspartei Partito Democratico von Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Parteichef Matteo Renzi kam demnach auf nur 19,1%. Für die Abgeordnetenkammer lagen zunächst noch keine Hochrechnungen vor, weil die Stimmen dafür erst später ausgezählt werden sollten. Gewählt wurden beide Kammern des Parlament. Der Senat ist mit 315 Sitzen die kleinere. Um eine Mehrheit zu erreichen, muss eine Partei oder ein Bündnis auf mindestens 158 Sitze kommen. Im Abgeordnetenhaus werden 630 Sitze vergeben. Bei der stärksten Einzelkraft, der Fünf-Sterne-Partei, sprachen mehrere Vertreter von einem großen Triumph. Jetzt müssen alle mit uns reden, sagte Alessandro De Battista, der in Italien zu den bekanntesten Köpfen der Bewegung gehört. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist für ihre fundamentale Opposition bekannt, traditionell hat sie Koalitionen ausgeschlossen, scheint nun aber Lust aufs Regieren bekommen zu haben. Eines geht sicher aus diesen Daten hervor, nämlich dass Fünf-Sterne der Eckpfeiler der nächsten Legislaturperiode wird, sagte der Sterne-Abgeordnete Alfonso Bonafide. Bei Renzis Sozialdemokraten waren dagegen lange Gesichter angesagt. PD-Fraktionschef Ettore Rosato sah seine Partei schon auf dem Weg in die Opposition und sprach von einer Niederlage. Eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, wird aber wohl für alle Parteien schwer, wenn nicht unmöglich sein, erklärte Wolfgang Gobicculli von der Denkfabrik Denio. Eine lange Zeit des Kuhhandels zwischen den Parteien steht bevor. Die Italiener, sagte der bekannte Philosoph und Journalist Paolo Flores da Cais, hätten wählen dürfen zwischen etwas Widerlichem, die Fünf-Sterne-Bewegung, etwas noch Widerlicherem, PD und dergleichen, und dem Allerwiderlichstem, der Mitte-Rechts-Allianz.